Ja, servus Leute, der gepflegten Automatenunterhaltung. Ein bisschen wackeliges Video, weil hier auf der Straße ist ein bisschen wackelig. Ich hoffe, es stört euch nicht. Bleibt auf jeden Fall dran. Heute geht es um Hensing-Automaten und einen Automatenstandort finden. Und das werde ich euch jetzt mal ein bisschen genauer erzählen. Also, ich bin gerade am Arbeiten und suche mir nach der Arbeit sozusagen neue Standorte, um meinen ersten Automaten zu kaufen. Und habe dann mir gedacht, ich schaue mir mal die örtlichen Automaten an und habe festgestellt, dass nebendran ein freier Stellplatz ist. Und dann habe ich natürlich mir die Adresse ausgesucht, die man natürlich an dem Automaten festbappern muss, und bin dann zu dem Automatenbetreiber hingefahren, habe da den Chef versucht herauszufinden. Über einen Mitarbeiter hat er mir den Chef gesagt und habe dann mit der Dame sozusagen gesprochen, die da verantwortlich für das Ganze ist. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich würde halt gerne Automaten aufstellen, wie so ein Snack-Business und Cola-Sachen und so. Und sie sagt, ja, nee, das ist nicht ganz so unser Ding. Wir sind hier eher Bioland und so, halt Andexer-Milchprodukte. Ist ja in Ordnung, kann man machen. Jedem das Seine. Ich denke mir halt, die Leute können selbst entscheiden, ob sie was Süßes wollen oder nicht. Aber das ist das Gleiche wie in Pell damals, wo ich mit der Frau geredet habe und die gesagt hat, ich will auf meinem Grundstück nichts Süßes. Das ist, die Leute sind schon dick genug, das ist die Mentalität hier. Die Leute wollen das nicht. Aber es gibt ja immer noch genug andere Leute, die trotzdem was kaufen. Und wenn da Bier drinnen ist, dann wird sich das rumsprechen und ganz, ganz schnell auch Alkohol und die anderen Sachen verkaufen. Naja, auf jeden Fall ist jetzt das Gespräch so gewesen, dass sie mir ein bisschen erzählt hat von dem Automaten. Die haben anscheinend drei Stück, also diese Master-Slave-Kombination und den Einzelstehenden. Und sie hat halt gesagt, der eine läuft besser, der andere weniger gut. Ich gehe mal davon aus, dass der am Werk besser läuft, weil wo ich jetzt gerade war, weil da waren einige Spaliere leer, sage ich jetzt mal, und die Leute wollten halt, dass da aufgefüllt wird und dass da halt Essen drinnen ist und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich für die Mitarbeiter interessant ist. Die gehen dann da zum Automaten, können sich schnell ihre Almdudler holen oder was die da Frukade holen. Das Problem ist halt, das passen halt nur 8 Stück rein. Ja, wenn die aber 100 Mitarbeiter haben, dann ist halt einfach ganz schnell mal diese Reihe leer. Ich persönlich als Aufsteller würde halt dann einfach 2 Reihen von dem gleichen Getränk reintun und das, was nicht so gut läuft, rausschmeißen. Eine Eierpackung würde ich sofort raustun aus dem Automaten. Die haben für mich in so einem Verkaufsautomaten nichts zu suchen. Eier kaufe ich im Supermarkt und gut, es gibt Leute, die kaufen das in solchen Bio-Automaten. Ich sehe da nicht so den Sinn dahinter, aber gut. Und dann ist es halt so, dass ich da mit denen geredet habe und die haben halt gemeint, ja, ist ganz gut so. Das Schwierige, was ja immer noch mein Bauchweh-Problem ist, ist halt der Urlaub. Wenn ich einen Monat nach Spanien fahre oder sonst irgendwas mache, ja, Japan-Reise steht an, dann wird es halt schwierig, sich um die Automaten zu kümmern und da die auch aufzufüllen. Weil du brauchst halt jemanden, der 24/7 erreichbar ist. Also eigentlich einen Arbeitslosen, fahrtüchtigen, zuverlässigen, keine Ahnung, technisch versierten, engagierten Rentner oder jungen Mann, der halt sagt, er macht das halt nebenjobmäßig. Das Problem ist halt, was sie sagt, die Leute rufen dich halt auch nachts an und dann musst du halt hinfahren. Gut, bei denen ist es jetzt nicht so schwierig, weil die haben halt ihren Hof 2 Kilometer von dem Automaten entfernt. Da fährst du auch schnell mal nachts hin, wenn wirklich ein Problem ist. Aber wenn das, was ich mir vorstelle, ich habe gestern in der Nacht, ich konnte nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit über diese scheiß Automaten nachdenke, mir so eine Route ausgedacht, so jeder Ort ein Automat, mega cool und so weiter. Und dann wären das ungefähr 50 Automaten. Also manche Orte halt mit 2 Automaten, manche Orte nur 1 Automat. Ey, 50 Automaten, ich habe mir das ausgerechnet, was das für ein Zeitaufwand ist. Allein die Fahrt von Ort zu Ort bist du 9 Stunden unterwegs, weil ich halt überall so 5, 10 Minuten halt einfach gerechnet habe, einsteigen, aussteigen und so weiter. Und dann rechne ich 1/2 Stunde für auffüllen. Und, oh, ich
ich habe da Zahlen zusammengekriegt für 50 Automaten. Natürlich, ey, dann Umsatz habe ich gerechnet 1500. Ganz, ganz entspannt. 1500 Umsatz, gehen nochmal 500 Euro Ware weg, gehen nochmal 500 Euro Nebenkosten weg, also keine Ahnung, Versicherung, Miete, Abzahlung vom Automaten und so weiter und so fort. Aber das ist ja, das ist schon hart. Natürlich kannst du auch mehr als 1500 Euro Umsatz machen, wenn die Leute im Internet erzählen, so 3000 Euro Umsatz, gut, dann verdiene ich nicht 500 Euro mit dem Automaten, weil die Nebenkosten bleiben ja die gleichen. Ja, der Strom, die Miete, das Benzin. Vielleicht steigt der Warenwert, dann sind es nicht 500 Euro Warenwert, sondern es sind halt 1000 Euro, 1500 Euro. Aber ich habe trotzdem noch 1000, 1500 Euro Gewinn, Reingewinn gemacht. Weil der Typ, der den auffüllt, der muss ja trotzdem nur einmal den auffüllen, sage ich jetzt mal am Tag oder zweimal. Hier. Dafür verkaufe ich auch mehr. Wenn er zweimal auffüllt, verkaufe ich mehr, rentiert sich mehr. Logisch, oder?